Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Beyond Eyes. Es ist eine Geschichte, so viel weiß ich von einem Mädchen, was blind ist und mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht. Deswegen starten wir einfach mal das Ganze und lassen uns zusammen überraschen. Eines Tages bekam sie Besuch. Okay, und so schnell scheinen wir jetzt schon hier, ja, loslegen zu dürfen. Ich weiß nicht, ich denke mal, dass wir der Katze wohl folgen sollen. Optisch finde ich es ehrlich gesagt schon sehr schön irgendwie. Also es ist so ein bisschen malerisch, aber gleichzeitig auch eine recht gute Grafik. Oh, ich glaube, da hinten war das jetzt. Nee, das war ein Vogel. Das war nicht die Katze. Können wir hier hoch? Nee. Also klettern können wir anscheinend nicht. Wir können uns nur geradeaus, also vorwärts bewegen. Das könnte vielleicht noch problematisch werden, aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Oh, hier ist die Wand. Hier. Doch, hier komme ich aber hoch. Ich versuche hier mal sozusagen das gesamte Bild zu malen. Okay. Dann laufen wir hier doch mal an der Wand entlang. Und schauen mal, ob wir da weiterkommen. Die bleibt immer wieder stehen. Das ist natürlich ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Okay, also da kommen wir anscheinend nicht hoch. Ich hoffe, dass wir das Stück dazwischen trotzdem noch sehen können. Dann folgen wir erstmal dem Weg weiter. So, ich meine zumindest, dass die Katze irgendwo hier hingelaufen ist. Wir gucken erstmal. Nein, natürlich ist es wieder alles abgeschlossen und eingezäunt. Oh. Ich glaube, ja, das ist die Katze. Da müssen wir hin. Dann gehen wir aber trotzdem mal an der Wand entlang. Komm, Mietz, Mietz. Das Paar wurde schnell zu besten Freunden. Und weg war die Katze schon wieder. Ja, das ist ja ein super Freund, wenn die immer wieder abhaut. Ja, und wie ich schon befürchtet hatte. Aber wir versuchen die Wand noch richtig zu malen, sozusagen, oder malen zu lassen. Das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee, dass die ganzen Sachen, ja, so mit der Zeit, also erst wenn wir da entlang gelaufen sind, so richtig aufgedeckt werden. Der Sommer machte dem Herbst Platz. Rays Freund hatte nun einen Namen. Und welchen? Wie heißt die Katze denn? Das würde ich aber auch gerne wissen. Okay. So, damit die Umgebung ja auch ein bisschen schöner aussieht. Nanny. Was haben wir denn da? Oh. Sieht so ein bisschen gerade aus wie in den Farbtopf gefallen, aber das ist jetzt nur, weil das Ganze gerade gemalt wird. Also den Effekt des Malens, muss ich persönlich sagen, finde ich ziemlich cool. Hier soll doch eigentlich der Weg entlang führen, aber ich kann da noch nicht mal drunter hergehen, oder wie? Kann ich hier vorbeigehen? Ich weiß, die Katze war jetzt auf der anderen Seite. Immer wieder stockt die vor irgendwas. Das ist natürlich ein bisschen doof. So, hier kommen wir anscheinend auch später noch weiter. Nanny. Ja, wir gehen erstmal da hinten hin, wo ich die Katze, glaube ich, eben gehört hatte. Oder war das doch hier? Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher, jetzt wo ich gerade hier bin. Immer dem Miauen nach. Ja gut, das soll, denke ich mal, oder es ist deswegen natürlich so gemacht, weil das Mädchen ja selber logischerweise nicht sieht, weil es ja blind ist und dementsprechend auch nicht sieht, wo es dann hinläuft.
oder was um sie herum ist. Also man hört die Sachen doch ziemlich gut, aber man sieht halt nicht, was in der Ferne ist. Das ist, ja, ich denke mal, so ein bisschen der Versuch zumindest zu zeigen, wie es denn tatsächlich für jemanden ist, der blind ist. Natürlich, jemand, der blind ist, sieht seine Umgebung nicht. Also nicht so wie wir jetzt hier, wie wunderschön die Umgebung ist, wie die Blätter fallen, wie schön das Grün ist, die Blumen, die hier überall sind und so. Es waren da ein Vögelchen. Ja, es waren Vögelchen. Aber genauso wenig, wie sie natürlich weiß, dass in der, oder wie sie halt eben nicht weiß, was in der Umgebung ist, beziehungsweise weiter weg von ihr ist, genauso wenig wissen wir das jetzt gerade, weil wirklich alles nur weiß ist. Hat aber dann auch gleichzeitig so ein bisschen den Effekt, finde ich, dass man denken könnte, man ist irgendwie im Himmel. Nanny? Nein, das ist nicht Nanny. Das solltest du eigentlich auch hören. Oder zwitschert Nanny plötzlich. So, die Frage ist nur, wo sind wir jetzt hier gelandet? Okay, hier ist schon wieder eine Mauer. Das mit den Mauern wird mir langsam, geht mir langsam etwas auf die Nerven, wenn ich jetzt ehrlich bin. Aber ich meine, das ist natürlich auch ganz gut so, dass wir nicht einfach so in die falschen Richtungen laufen können. Können wir hier die Mauer wenigstens noch ein bisschen zumachen? Ja, genau. Das sieht so ein bisschen so aus, als ob sie das jetzt alles malen würde, weil sie immer die Arme genau dahin hält, wo das Ganze gemacht wird. Also wo das Ganze sich aufbaut. Okay, hier schalten wir auch noch mal ein bisschen frei. Ich glaube, wir sollen wirklich dem Weg folgen. Es sei denn, wir kommen hier. Nein, da ist natürlich auch wieder eine Mauer. Okay, aber dafür haben wir hier eine schöne Ecke freigelegt. Also bis auf die Spinnen, die sich vielleicht daran setzen könnten, finde ich sowas immer sehr schön. Ach, da kommen wir ja gar nicht weiter, stimmt ja. Kam um die Büsche nicht drumherum. Können wir denn da hinten, können wir aber auch nicht rum, weil wir können nicht springen, oder? Weil das sieht aus, als ob da ein Steg ist. Schade, dass man nicht laufen kann mit anderen Tasten. Ne, mit anderen Tasten geht es leider auch nicht. Also da ist ein Steg, aber ich komme hier nicht hoch. Egal, was ich drücke. Schade. Ja. Ehrlich gesagt bin ich jetzt ein bisschen überfragt, weil wir kommen an den Klamotten nicht vorbei. Warum auch immer. Da hinten, ach so, da hinten rechts, da können wir ja noch weitergehen. Am Haus, genau. Dann gehen wir da doch mal entlang. Gut, andererseits muss ich sagen, ich kann es natürlich auch verstehen, dass sie nicht laufen, ja, kann in Anführungszeichen. Weil wenn man blind ist, glaube ich, würde man jetzt eher nicht durch die Gegend laufen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Sondern man würde halt wirklich gehen, weil man natürlich nirgendwo gegen knallen möchte. Oh, jetzt sind hier schon wieder überall Hindernisse. Ah! Ray vermisste Nani. Wenn er sie nicht besuchte, schließlich tauchte er aber doch immer wieder auf. Nani sollen er sein. Okay. So, und ab ins weiße Nichts. Dann schauen wir uns hier die Umgebung noch ein bisschen an. Natürlich haben wir hier jetzt schon wieder eine Wand. Oh, hier sind aber auch. Moment, das decken wir dann aber auch noch eben auf hier. Soll ja auch richtig aussehen. Aha, das geht hier komplett noch rum. Okay. Gut, aber wir werden erstmal Richtung Vögelchen jetzt gehen. Buntspecht, oder was bist du? Können wir nach dir greifen? Du bist so tief. Eigentlich schade. Gut, andererseits, das würde natürlich den Vogel verschrecken. Okay, das können wir miteinander verbinden. Das ist schon mal gut. Der Winter brach herein. Nani kam nur seltener zu Besuch. Okay, dafür sind wir aber noch sehr luftig gekleidet dafür, dass es Winter ist. Wir laufen hier immer noch mit kurzen Kleidchen rum. Ich denke mal, hier wird wieder, ja, das ist auch wieder eine Wand. Aber hier ist doch auch eine Wand, oder? Okay.
Habe ich was übersehen? Ne, da hinten geht's noch weiter. Ah, da müssen wir doch dahin. Ja, es ist mal ausnahmsweise ein Let's Play, wo ja nichts passiert, sag ich mal. Was war denn das da hinten gerade? War das ein Tornado? Also wo es nicht actionreich ist, sagen wir es mal so. Aber optisch finde ich es ehrlich gesagt recht süß. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet. Das finde ich jetzt aber doof. Hier komme ich doch gar nicht weiter. Ja, ich höre dich, Kätzchen. Ich weiß nur nicht, wo du bist. Sitzt die vielleicht im Baum oder so? Ich meine, kann jetzt genauso gut sein, dass die Katze irgendwo hier ist, wo wir jetzt schon waren. Oder geht es hier noch weiter? Ah, das sieht gut aus. Moment, war hier nicht... Hier war doch die Wäsche, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier die Wäsche gewesen ist. So. Hier ist was zum Hinsetzen. Ich möchte aber auch natürlich die Umgebung ein bisschen erkunden. Deswegen möchte ich hier auch breit gefächert alles so ein bisschen freischalten. Jedes Mal, wenn Nani den Garten verließ, fragte sich Ray besorgt, ob er jemals wiederkommen würde. Oh. Also man merkt doch schon, der Frühling erweckte den Garten zu neuem Leben, doch Nani war nirgends zu finden. Was ich eigentlich sagen wollte... Man merkt doch, wie sehr sie wirklich an diesem Kater hängt und dass es anscheinend auch so der einzige Lichtblick sozusagen ist. Also ihr einziger Freund jetzt in der Zeit, was schon sehr, sehr traurig ist, weil Kinder brauchen nun mal andere Kinder. Und oder zumindest braucht man Freundschaften. Ich meine, Freundschaften können unter Umständen auch aus... nicht ganz gleichaltrigen bestehen. Meine Freundin zum Beispiel ist mehr als 10 Jahre älter als ich und es ist trotzdem eine meiner besten Freundinnen. Kann ich hier die Tür vielleicht öffnen? Aber ja, so ein Tier ist natürlich... Ah, mit Space, okay. Ist natürlich kein Ersatz. Ray vermisste ihren Freund schmerzlich. Eines Tages beschloss sie, ihn zu suchen.